Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und Mathilde stellt eine Trommel auf. Bunga Bunga. Oh, noch leichte Stiefel. Brauche ich mir die gar nicht mehr machen. Ah. Warte, echt? Trommelst? Geh mal zu dir. Und man sieht gar nicht, dass du drauf haust. Leider nicht. Drückt nur auf E. Es kommen irgendwie Töne raus. Cool. Ja, das ist, hat was. Hat, ich sag mal so, hat nicht jeder zu Hause. Ah. Was denn jetzt? Ich hab mir gerade die Haare gekämmt. Mal hoch hier, ich habe gerade meinen Turban abgenommen. Na ja, gut, dann gucke ich mir, wie du deine Haare kennst. So, zeig mal her. Oh, Haare. Hm? Hm. Du hast aber komisch bei mir einen Pfeil noch in der Hand. Ja, du, bei mir auch. Mach nochmal. Ja. Okay. Vor allem schön, wie ich dabei rumstöhne. Ja, ich stöhne auch mal, wenn ich mir die Haare kenne. Nur wenn es doll zieht. So, so. Was machen wir heute, Heinrich? Ich mach erstmal, ich will Rüstungen machen. Mittelschwer. 10 von herstellen. Brauchst du auch noch eine mittelschwere Rüstung? Du brauchst doch nur Stiefel, hast du gesagt, ne? Warte, ich guck mal kurz. Also mein Harnisch ist fast kaputt, mein leichter Turban ist fast kaputt, mein Oberschenkelschutz ist so gut wie im Arsch. Ich und Schuhe brauche ich auch. Also auf jeden Fall einen Rock und Fuß. Was für einen Rock und für die Füße. Rock und Füße. Genau. Kannst ja mal bei Zeit gucken, was unser Sklav so macht. Mache ich. Hab nämlich gerade Zeit. Ich hab für mich einen Brustpanzer und für dich nochmal Schuhe in Auftrag gegeben. Oder Stiefel. Dankeschön. Und der ist noch nicht fertig. Der braucht noch so knapp ein Drittel. Also zu dieser Folge wird es wahrscheinlich nichts. Okay. Was sagt meine Stufe überhaupt? Wo sehe ich das nochmal? 4. Nee, das ist Rüstungswert. Scheiße. Stufe 27. Oh. Ja, auf der auch. Fehlt noch so ein bisschen. Stufen noch. So, mittelschwere Stiefel sind fertig. Aber irgendwie... Ach, nehmen wir das nochmal. Dieses ganze Dafari-Zeug nehme ich da mal raus. Pack's mal. Was macht denn dein Tempel? Ja, mein Tempel gehe ich gleich... Oh, hier ist noch eine mittelschwere Rüstung. Aber die ist auch fast kaputt. Okay. Tempel zeige ich gleich. Ist jetzt nicht nur ein bisschen größer geworden. Aber... Habe ich noch ein paar Herzen übrig? Wir haben noch so viele Herzen. Hast du nicht so viele Herzen geerntet? Ich habe bestimmt 15 Cent. Ich weiß nicht, ob ich da... Ah ja, hier erstmal die Treppe. Ich bin, glaube ich, letztes Mal wieder hochgeklettert. Weil es dunkel war. Das hat Mathilde hier gemacht. Sieht das nicht schick aus? Eine hübsche Treppe.
Das ist toll. So, und oben. Ich weiß nicht, ob er breiter geworden ist. Er ist auf jeden Fall... Eine zweite Schlange kam dazu, auf jeden Fall. Ich glaube, die war vorher und die zweite kommt. Und ich denke, wette mal mit euch, bei dem dritten Ausbau haben wir eine dritte Schlange. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Goldige auch noch dazu gekommen ist. Doch, auf jeden Fall. Das war, glaube ich, vorher nicht goldig. Aber jetzt können wir auf jeden Fall, wir können Pfeile bauen. Für Mathilde. Giftpfeile. Da muss ich mal ein bisschen Äste sammeln. Da musst du nicht sammeln, guck einfach in den Kisten, haben wir irgendwo ganz viel. Nee, die baue ich immer, da mache ich immer Spitzen raus für Palisaden. Achso. Diese Maske hätte ich gern und da brauchen wir noch leichte Polsterung. Das bauen Maske wir des Ouroboros? Nö, von so einem Sage. Ich habe ja eh schon keine Gesichtsmimik im Gesicht, oder? Für diejenigen, die es nicht wissen, die Maske von Ouroboro ist bei Witcher 3. Habe ich schon vergessen. Was ist jetzt auf einmal? Ach so, falsche Ansicht, ups. Das ist das so, wenn man die Ansicht nicht umschaltet und ich, ja, egal. War mit den Steuern gerade ein bisschen verwirrt. Ich gehe mal ein bisschen Holz hacken, ne? Mach mal. Bau an unserem Hinterhof weiter. Okay. Und ja, mir ist bewusst, dass es nicht unbedingt die sinnvollste Art ist, das so zu machen, aber ich möchte da hier Steinfundamente überall haben. Hatten wir nicht mal was mit Tieren? Ja, die sind aber, glaube ich, noch nicht so weit. Oder okay, sind okay, fertig? Ich habe nur Angst, dass die verhungern. Aber wir haben denen so viel zu futtern reingepackt, Schatz. Ja, mir ist es gerade nur wieder eingefallen und, die Pflanzenfresser brauchen nur Pflanzenfasern. Okay, sind ach locker dabei, es dauert noch. Oh, schöner Platz hier eigentlich. Damit kann man was Tolles machen. Falsche Werkzeug ausgewählt. Das ist schlecht. Ja, kann ja mal vorkommen. Da hast du recht. Na, komm mal her. Ach, die gehen so schnell, so leicht kaputt, die Krokos. Koko. Hast du ihn angelockt oder was? Erstmal, nee, das ist ein normales Koko. Aber King Koko war da halt in der Ecke, deswegen.
das sollte erstmal reichen. Was denn gerade eigentlich? Ich habe ein bisschen Holz gesammelt oder Holz gehackt, damit ich an Äste rankomme. Und ja, jetzt gehe ich nochmal hoch und die Äste brauche ich für dann eine Giftpfeile. Schön, schön. Und dann wollte ich noch nebenbei meinen leichten Turban abnehmen. Der ist noch zur Hälfte gut, den kannst du noch benutzen. Und nebenbei mache ich dir noch mal ganz schnell. Haben wir noch? Ich mache dir noch mal so einen mittelschweren Harnisch auch noch mal. Okay. Liegt alles dann ja in der Kiste oder daneben? Okay. So, so, so. Verdammt, der braucht ist aber auch cool. Die Masken werden nur aus eine leichte Polsterung gemacht, Herzen und Pflanzenfasern. Da kriegt man wohl stabile Masken raus. Okay. Finde ich ein bisschen fragwürdig, aber ich teste das Ganze mal. Macht es. Aber sonst hier dieser Seidenrock und die Latschen, das gefällt mir alles nicht. Mach dir mal 30 Giftpfeile. Machbar. Ja, mach ich auch. So, merkt euch das Gesicht. Denn das werdet ihr jetzt lange nicht mehr sehen. Ja, yeah, der Innenhof sieht eigentlich schon ganz gut aus. Haltbarkeit leicht. Eilig. Rüstwert 6. Das ist natürlich nicht der Hammer. Was bedeutet dieses Symbol hier? Oh. Sieht irgendwie. Ich weiß nicht. Egal. So sehe ich es nicht. Sandsturmmaske. Ich guck noch mal, ob die andere diese Haube, was es da war, mehr Rüstung hatte. Nee, der leichte Turban hat auch nur 6. Ah, den habe ich genommen, den wollte ich nicht nehmen. Ach ja, einen Rock brauche ich noch. Ein Rock? Ja. Gott. Warum fliege ich da immer raus? Also einen richtigen mittelschweren Rock könnte ich auch gebrauchen. Brauche ich nur Eisen, das klingt doch schon mal dufte. Ja, ist eine Arbeit. Cool. Und noch ein bisschen Geländer.
Ah, ich brauche Ziegel. Das ist eine schöne Tür. Ja, muss ich nachher mal bekommen zum Besichtigen. Ja, das ist eine schönere Tür als die Türen, die wir bis jetzt hatten. Oh, das ist ja eine Ansage. Ja, das ist nämlich eine verstärkte Holztür. Ich brauche eindeutig mehr Steine. Dann komme ich mal und gucke es mir nochmal an. Brauchst du da hinten auch noch Geländer? Ja. Eine grobe Zahl hast du auch? Nö. Na gut. Ich werde mich jetzt nochmal meine Ziegelsteinproduktion kümmern. Eine verstärkte Tür. Und hier fehlt eine Treppe. Richtig. Ja, die verstärkte Tür sieht gut aus, also. Treppe kommt. Bis jetzt musst du erstmal klettern, wenn du dahin willst. Ah, fuck, meine Spitzhacke ist kaputt. Oder. Gleich, da brauche ich noch keine Steine ernten. Da habe ich auch gerade eine Lücke gesehen, die mir nicht gefallen hat. So. Was sagst du denn so allgemein zu meinem Hinterhof? Ja, ist ein Hinterhof. Ein Hinterhof geht's. Könnte man halt im Zweifelsfall auch nochmal was hinstellen. Ja, wir werden bestimmt noch irgendwie irgendwas bauen müssen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Ach, dieser Sklave könnte sich auch mal beeilen hier. Ja, na, dann könnte man einen neuen machen. Ah, es dauert, ey. Ich glaube, das nächste Rad der Schmerzen braucht auch wieder, ne? Ja, ich muss. Hast du eine Nachricht gekriegt oder ich? War da gerade dieses. Noch. Wieso, was war das? Nee, ich habe gerade so einen komischen Ton gehört. Was wollte ich sagen? Ja. Hätte mal wieder Bock auf Menschenjagd. Und ich brauche noch, glaube ich, 3 Level oder 2 Level. Ach, 3 Stufenaufstiege bis Level 30. Noch so lange hin. Ja, bei mir auch. Ich hab den Eindruck, hier tut sich gar nicht. Ja, es ging am Anfang so schön schnell und jetzt dauert es alles so lange. Ich würde dann sagen, dass wir vielleicht mal eine lange Tour machen. Okay. Weil ich finde immer so einen Wechsel zwischen Bauen und irgendwas erleben ganz toll. Weil wenn ich, ja. Wenn ich immer nur baue, dann wird mir irgendwie langweilig. Weiß ich nicht. Dann kannst du dir überlegen, wo wir hinwandern wollen. Mache ich gleich, wenn ich erstmal wieder Stein habe. Wenn ich ein bisschen safe bin, gucke ich mal auf die Karte. Kannst du dir unsere Wanderroute für morgen überlegen? Also für die nächste Aufnahme. Oder Aufnahmen, je nachdem, wie lange wir dann unterwegs sind. Mhm.
Oh, wieso brauchen sie immer so viele Steine? Ja, das war eine gute Idee damals von dir, einen zweiten Ofen zu bauen, weil die brauchen ja ewig. Ja, ich weiß. Ah, oh, du bist überlastet. So eine Mine. Fackel ist hier dahin. Dreckige Fackel. Das wollte ich nicht sagen. Klingt ja schon wieder windig. Ja, es klingt nachts häufiger, aber es ist kein Sandsturm bisher, oder? Gewesen. Letzte Nacht klang das auch so ähnlich. Vielleicht geht nachts einfach der Wind ein bisschen mehr. Ah ja, Holz. Holz? Brauchst du? Ja, unser Eisenofen ist aus. Ah, ein Waffenrock müsste ja auch fertig sein. Ja. Und bin gleich wieder überlastet. Ja, sieht so. Also ich halte nichts von Röcken, aber bei den Temperaturen wahrscheinlich hier in der Wüste ist ein Rock ganz dufte. Also musst du deine Hänge ja irgendwo unterbringen. Also sieht man ja Gott sei Dank nicht. So, wo wolltest du Gelände haben? Da auf jeden Fall oben rum wäre, glaube ich, nicht. Das ist, soll so bleiben, ja? Nein, da oben rum. Halt zurück. Ah, hier? Ja. Also willst du keine Blumenkästen mehr aufstellen? Da werden bestimmt noch welche kommen, aber ich fall da immer fast runter und im Zweifelsfall reiße ich die halt ab. Hm. Hier musst du einen Blumenkasten aufstellen, weil da kann ich keinen mehr dran bauen. Hey. Wenn einer im Weg ist, dann haust du ihn halt weg. Dann kann ich da keinen bauen. Hm. Ja, habe ich gemacht. Hier oben kann ich auch noch welche bauen. Drei Stück fehlen uns da noch.
sagen wir 4. So, und die Fackel kann auch mal weggehen. Ja, mit sieht gleich netter aus, finde ich. Ja. So, damit man hier nicht runterfällt, bauen wir auch noch mal 2 Stück. Oder man könnte ja gleich ein bisschen breiter bauen. Ah, dann fällt mir gleich noch ein, was ich gesehen habe, was mir nicht gefällt. So, denn da... Das sieht ein bisschen unschön aus mit diesem Loch. Das stopfen wir. Hm, das mag ich auch nicht. Ja, das wollte ich auch noch stopfen, aber hat er nicht mehr genügend Finger. Gestopft. Und hier ist auch ein Loch, das machen wir auch mal zu. Sehr schön, wenn du das hast, dann mach. Ja, mach ich auch. Cool. Ach, das sieht gleich besser aus. Ich glaube, hier mache ich das auch nochmal. Man muss sich ja nach und nach verbessern. Und dann habe ich auch keinen Stein mehr. Ah. So kann ich da nicht bauen. Naja. Leicht wegen dem Objekt. Ja, so langsam wird es hier. Ja, wir verbessern uns Stückchen für Stückchen. Ich überlege gerade, lass mich noch zu überladen. Achso. Holz. Der Sklave wird einfach nicht fertig. Aber wir können in der nächsten Runde, also bei der nächsten Aufnahme geben, können wir Sklaven sammeln. Das können wir machen. Zumindest einen. Ja, aber wir können ja nur eins fahren. Ja, ich weiß. Dann bräuchten wir mehr, noch mehr Räder der Schmerzen. So, ich habe mich dir gar nicht richtig angeschaut mit deiner Maske. Habe ich hier keinen Kontakt mit dem Boden? Hm, das war's schon. Oh, da muss man so ein bisschen in Zickzack laufen, nicht im direkten Weg, damit die Monster ja nicht rankommen. Ja, das hast du ja auch schon immer gern, dass er gut ist. Genau, und dann mache ich hier den Bogen zu und gut ist. Irgendwann. Ich muss diese 3 Stufen aufsteigen. Das nervt mich irgendwie. Mich auch, Heinrich. Mich auch. Also mich würde es im Augenblick sogar freuen, wenn ich eine Stufe aufsteigen könnte, weil ich dann einen besseren Bogen bauen könnte. Was für ein Level hast du? 27. Naja, gut. Dasselbe wie ich auch.
Ach, siehst du, da kann ich auch noch sehr viele Punkte vergeben. Einen Brunnen wolltest du ja mal haben, ne? Aber den kannst du ja, glaube ich, noch nicht bauen. Doch, kann ich. Ach. Dann stelle ich mal gleich einen Brunnen her. Mach das mal. Rüstungsschmied-Lehrling. Ah, ich mache ja Rüstung, Mensch. Warum kann ich das nicht? Lern das mal. Du hast 40 verfügbare Talentpunkte? Ja, ich bin also ein bisschen geizig.